Es ist Freitag, der 11. April 2012, 13.22 Uhr, Ende der Osterferien. Ein noch friedlicher Frühlingstag auf den Balearen. Die Familien wollen aus dem sonnigen Mallorca-Urlaub nach Hause. Sie haben die Schnauze gestrichen voll von Ruhe, Fressen und noch mehr Fressen. Sie wollen wieder Stress und verlängerte Arbeitszeiten. Den Alltag halt, denn so ist das Leben. Ihr Ziel? Stuttgart. Noch ahnen sie aber nicht, dass sie Malle nie wirklich verlassen werden, sondern nur ein paar Vögel schreddern und sich dann zurück an den Boden begeben. Sie ahnen weiterhin nicht, dass sie sich sehr schnell an den Boden begeben werden, also schnell, schnell. Momentan läuft das Boarding. Gate 54. Eben haben sich hier noch Rainer und Brigitte Bachmann sehnsüchtig auf ihren First-Class-Flight im Airbus A330 der Air Europa gefreut. Die sind aber schon längst Richtung Madrid abgetaucht. Ich meine, abgeflogen. Nun steht hier die TUIfly Boeing 737-800 mit der Registrierung DATUD, die 13.45 Uhr Richtung Stuttgart abdüsen sollte. Die Piloten richten zurzeit das Cockpit ein. Die Flugbegleiter räumen die Kotze vom Sitz 13F weg und die Kontrolleure am Gate sind gespannt, wann sie endlich die Zettelchen am Boardingpass der 144 Menschen abreißen dürfen. Das ist ja immer so ein schönes Reißgeräusch, das jeder liebt, weil es sich so anhört, als würde man seine Sorgen zerreißen. Also die langen Schlangen. So. Dann wollen wir jetzt mal das FMC konfigurieren. Ja, das FMC, so heißt das. Wir wollen von Palma nach Stuttgart. Und unsere Flugnummer ist X-Ray 38543. Diese langwierigen Sequenzen erspare ich Ihnen lieber. Also, wo war ich? Ach ja, an Bord befinden sich 122 Deutsche, 11 Spanier, 4 Holländer, 4 Vietnamesen und 3 ohne Staatsangehörigkeit. Dürften aber Anhänger der Vietnamesen sein. Die sitzen mit denen zusammen in Reihe 28 bis 30. Leute, wie sieht das denn aus mit Aufenthaltsgenehmigung? Cha Leong, Kang Juang und Liam Gang Zhang Zhuang reisen alle nach Deutschland. Cha Leong, Kang Zhuang und Liam Gang Zhang Zhuang. Warte, ich mach mal eben eine Durchsage. Achtung, Achtung. Die Herren Cha Leong, Kang Zhuang und Liam Gang Zhang Zhuang, bitte unverzüglich zu mir. Ich stehe am Gate 54. Cha Leong, Kang Zhuang und Liam Gang Zhang Zhuang, bitte unverzüglich zu Gate 54. Es geht um ihren Aufenthalt. Ich wiederhole. Cha Leong, Kang Zhuang und Liam Gang Zhang Zhuang, bitte unverzüglich zu Gate 54. Es geht um ihren Aufenthalt. Aha, okay. Na, das ist ja sehr interessant. Und sie hätten die fast durchgehen lassen? Das gibt's doch nicht. Also da muss ich jetzt aber mal Veto einlegen. Also wirklich, das geht doch nicht. Was ist denn? Ich höre gerade, dass sich der Flug verspätet. Drei Personen wollten schmuggeln. Schmuggeln? Was denn schmuggeln? Drogen? Sich selbst. Sie haben anscheinend keine Identität. Das gibt's einfach nicht. Das gibt es wirklich nicht. So, jetzt reicht's mir. Ich sage es nur noch einmal. Cha Leong, Kang Zhuang und Liam Gang Zhang Zhuang. Beantworten Sie jetzt meine Frage. Das kann doch einfach nicht sein. Wie sind Sie denn bitte hierher gekommen? Woher kommen Sie? So, also,
Eins muss ich Ihnen jetzt mal wirklich lassen, ne? Sie können ja super Vietnamesisch oder was auch immer. Aber wir sind hier nicht in Vietnam. Ich kann kein Vietnamesisch. Keiner hier kann Vietnamesisch. Ich glaube, vielleicht drei Personen hier im Umkreis von 5 Kilometern können hier Vietnamesisch. Und das sind Sie, ja? Ganz im Ernst, ey. Ich geb's Ihnen. Ich geb's Ihnen richtig. Also wirklich, das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Wir sind hier in Spanien. Wir sind hier nicht in Vietnam. Wir sind hier in Spanien, hier spricht man Deutsch, weil wir hier in Spanien sind. Sie können hier nicht einfach herkommen und nur Vietnamesisch sprechen. Ihre Koffer sind schon im Flugzeug. Wir räumen jetzt das Flugzeug. Bis später. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord unserer Boeing 737-800 hier bei TUIfly auf unserem gemeinsamen Weg von Palma nach Stuttgart. Mein Name ist Lukas Stollflug und wir sind jeden Moment bereit und werden gleich unseren Pushback starten. Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten können wir jetzt unseren Flug nach Stuttgart antreten. Entschuldigung, hier ist kurz der Erzähler. Also ich wollte ja nicht die fliegerische Atmosphäre stören, aber das waren leider keine anfänglichen Schwierigkeiten. Das waren harmlose Furze, weil das Krasse, das Zerstörerische, das Enorme, das kommt jetzt gleich erst nach dem Start. Naja, ich bin erstmal wieder raus. Ja, unsere voraussichtliche Flugzeit wird ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten betragen. Wir werden schönes Wetter haben auf Reisehöhe 35.000 Fuß, das wird unsere Reiseflughöhe sein. Und wir werden leichten Rückenwind haben und aus diesem Grund kommen wir etwas früher an als erwartet, also ungefähr in 1 Stunde 45 Minuten nach dem Start. Entschuldigung, 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 hier ist nochmal der Erzähler. Ich muss mich nochmal einmischen, weil das geht wirklich nicht. Also, der Pilot, der weiß noch nichts von dem Vogelschwarm. Aber ich, weil ich diese Geschichte nacherzähle, ja? Das ist nicht frei erfunden, sondern das ist nacherzählt. Auf der Basis von sehr, ja, interessanten Fakten. Und aus diesem Grunde, ja, bin ich fast geneigt zu sagen, das Flugzeug hatte keinen Rückenwind. Naja, fahre die Audiodatei fort. Alles klar, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen dann einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Vielen Dank. Was aus den Vietnamesen wurde, fragen Sie? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich natürlich als Erzähler. Aber ich glaube, ja, Sie als Zuschauer sollten nicht alles wissen. Also, die Vietnamesen sind in guten Händen. Das Airport-Team von Palma de Mallorca ist natürlich bestens ausgebildet, um mit solchen Fällen umzugehen. Und ja, Sie werden jetzt die notwendigen Pläne und voraussichtlichen Möglichkeiten des weiteren Fortschritts ergreifen. Aber jetzt geht alles ganz schnell bei unserem Flug der TUIfly-Maschine. Der Pilot ist bereit, den Pushback zu starten. Das Flugzeug hat alle Vorbereitungen getroffen. Die ersten Checklisten sind abgearbeitet. Das Boarding ist completed. Alle Koffer sind ein und wieder aus, beziehungsweise aus und wieder einchauffiert worden. Alles sieht eigentlich gut aus. Alles ist bereit für den Start. Also, nach der Kommunikation mit der Bodenkontrolle geht es jetzt also los. Der Pushback startet, das Flugzeug setzt sich in Bewegung, der Pilot fährt die Klappen aus, prüft weitere Checklisten, führt weitere Checklisten durch und dann steht das Flugzeug auch schon ausgerichtet auf dem Rollweg, bereit zum Rollen. Und ja, dann geht alles ganz schnell, wie bereits erwähnt. Das Flugzeug hat die Triebwerke bereits hochgefahren und ist nun bereit, die Reise anzutreten. Na, meine Fresse. Die TUIfly ist bereit zum Rollen und begibt sich jetzt Richtung Bahn 24 rechts. Laut der Flugroute sollte es nach dem Start erstmal ein paar Kilometer geradeaus gehen,
und später, wenn man die Südküste von Mallorca verlässt, eine Linksdrehung über Menorca. Das ist geplant. Außerdem sollte nach dem Start die Reisehöhe 3000 Fuß gehalten werden, bis sie von der Flugsicherung aufgefordert wurden, weiter zu steigen auf 10.000 Fuß. Der Pilot und dessen Co-Pilot führten diese Aktion nach dem Start auch durch. Aber erstmal begann das Rollen zur Bahn 24 rechts. Hey Anton, siehst du die ganzen Vögel da hinten? Hier, die ganzen Schwärme, links, rechts, vorne. Meinst du nicht, wir sollten schneller steigen? Ich meine, ja, ich erkenne diese ganzen Vögel, ich kenne die auswendig. Das sind Vögel, die immer in ganz, ganz vielen Schwärmen fliegen, in ganz großen Schwärmen. Du weißt, ich bin Tierliebhaber und Vögel sind mein Fachgebiet, also meine große Leidenschaft. Nichts kann mich zwischen Vögel und meinem Beruf stellen. Auch die Landing Lights und die Strobe Lights sind bereits an. Der Pilot wartet lediglich nur noch auf die Startfreigabe des Towers. Die Evelyn rollt gerade noch von der Startbahn. Der Start normal wie gewohnt. Auch das Fahrwerk und die Klappen fallen ganz normal ein. Noch keine Befürchtung. In diesem Moment passiert es. Das Flugzeug ist noch nicht hoch genug und fliegt mitten durch einen Schwarm Vögel, weshalb es beidseitig zu einem Vogelschlag kommt. Bemerkbar macht sich das im Cockpit aber noch nicht.
Scheiße, 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 was war denn das? Was war denn das? Jetzt habe ich aber Angst. Was war denn das? Haben wir einen Vogelschlag oder was? Oh nein, die Vögel. Mayday, 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 Mayday. Was ist passiert? Sehen Sie etwas? Was ist hier los? Na los, Peter, steh mal eben auf. Lass mich mal gucken. Oh nein! Scheiße, was ist das denn? Oh nein! In diesem Fall wurde das Flugzeug hart erwischt, denn ein beidseitiger Vogelschlag bedeutet, dass beide Triebwerke brennen. Durch den Brand ist natürlich die Flugfähigkeit eingeschränkt und die Triebwerke müssen abgeschaltet werden. So, ich übernehme das Steuer. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir haben die Triebwerke abgeschaltet. Wir haben nicht mehr viel Schub. Wir können jetzt eine Notwasserung machen. Und zwar vor der Südküste Mallorcas. Wir senden einen Notruf raus. Die schicken dann die Suchtrupps und die notwendigen Assistenten, um uns alle zu bergen. Wir werden nicht zum Flughafen zurückfliegen. Wir werden jetzt eine Rechtskurve drehen und werden dann vor der Küste notwassern. Das geht jetzt auch an die Küstenwache raus. Blöd nur, dass sich gerade Küstenwache und Airport-Personal totlachen, denn sie haben diese Vögel engagiert, um in das Triebwerk zu fliegen. Das Airport-Personal ist verantwortlich dafür, dass das Flugzeug jetzt zwei Vogelschläge erlitten hat. Too low, gear. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low. Too low, terrain. Too low. Pointing, 10. Dieser Flug endete für alle tödlich im Wasser. Und das nur, weil ein paar Leute sich einen Scherz erlauben wollten und Vögel in die Triebwerke fliegen ließen. Es kam nach Zeugenaussagen raus, dass die Vögel eigentlich nach Algerien unterwegs waren. Rüdiger die Amsel konnte das bezeugen. Er beobachtete die Horde von Vögeln, die geschreddert wurden.
Die Vögel kamen übrigens aus Oststuttgart. Nun, ist diese Geschichte wahr oder haben sich unsere Autoren da einen Scherz erlaubt? Wenn sie meinen, dass diese Geschichte der Wahrheit entspricht, haben sie recht. So etwas geschah 2012 an der Südküste Mallorcas.